So, und schon sind wir bei Niesmann und Bischof in der Halle 6. Und da gibt es zwar einen neuen Ato, aber der ist uns auch wieder über 3 Meter hoch. Ja, hoch. Was wir uns schon letztes Jahr anschauen wollen, das ist der Eis Mof, der ganz neu auf dem Markt ist und der immer tagsüber so überlagert ist, dass man da nicht einmal reinkommt. Und wir wollen auch den Zuschauern ja nicht die Plätze wegnehmen. Deswegen sind wir ja vorher reingegangen und jetzt ist er leer und da schauen wir mal rein. So, hier haben wir den Ice Move 7,3F mit Queensbett, aber das spielt jetzt keine Rolle. Die Länge ist 7,30 Meter auf 4 Ducato gebaut und die Höhe ist 2,80 Meter. Das finde ich toll. Die Gesamtmasse technisch zugelassen ist 4,5 Tonnen und der Preis von diesem Fahrzeug liegt bei stolzen 188.905, so wie er da steht, minus den zu handelnden Rabatten. Und so sieht der Grundriss aus und so sieht das Fahrzeug aus von innen. Die Ussi geht mal rein. Und da lacht schon die Sonne rein. Ja. Aber das ist nicht inklusive und das ist auch mit Aufpreis nicht zu bekommen. Nein. So, da haben wir den Eindruck, da ist ein schöner runder Tisch und die Rundsitzgruppe vorne und hinten haben wir das Queensbett und aha, ein Guckloch ins Schlafzimmer. Ein Guckloch ins Schlafzimmer bleibt da, aber da ist wahrscheinlich auch noch vielleicht eine Tür. Nee. Also auch das ist wieder dunkel gehalten und auch das ist ohne Stores. Vermutlich ist das die neue Zeit, Ossi. Wir sind halt auch schon zu alt für die. Übrigens, das Bad hier ist Toilette und Bad in einem. Ja, gell? Also soll man nicht glauben, dass es ein Fahrzeug gibt mit 188.000 Euro. Ja, gut, was dann muss man hier das dann darüber schieben, dann hat man die Dusche. Ja. Und wenn man halt fertig ist mit der Dusche, schiebt man es wieder zurück. Ja, gut. Ja. Also, dann. Ich sage ein Hoch auf meine Einzeldusche. Ja, aber die ging ja auch. Also. Ja, aber so einen Kompromiss zu machen bei einem Fahrzeug, was fast 200.000 Euro kostet, ist natürlich schon heftig. Mhm. Genauso würde ich mal sagen, dass die Ablagefläche hier im Küchenbereich extrem bescheiden ist. Ja, ja genau. Ja. Also hier ist ein. Das Design ist toll, keine Frage. Ich finde, dass man hier Rillen hergemacht hat, wenn da mal etwas abläuft. Ja, das läuft dann da automatisch rein. Aber das Spülbecken ist schon ein bisschen das mager, oder? Ich weiß nicht. Wo mache ich denn hier mein nasses Geschirr hin? Keine Ahnung. Auf die Herdplatte? Oder da hinten dran? Naja, also, Schwenk. Also ich muss mal sagen, für ein Fahrzeug, was über 7 Meter ist. Ich weiß gar nicht, wie geht denn hier der Herd überhaupt an? Also auf jeden Fall hat er 2 Flammen, das sehe ich, aber. Aber wie der jetzt aufgeht, okay, da muss also man sieht, 2 Flammenherde ist drinnen. Ja. Auszüge sind da. Und lauter Dorper. Und wenn einer nicht weiß, was Dorper sind, das sind die Fingerabdrücke, weil jeder hier drauf datscht und versucht, es aufzukriegen und es geht nicht. Das ist ein großes Fach. Das ist ein bisschen aufgeteilt wie in einer Kastenwaage, oder? Ja. Also der hat den Eindruck eines Kastenwagens, auch von der Höhe her 2,88 Meter. Das ist natürlich eine schöne Höhe. Ja, da hat es mit einigen. Aha. Ach, das ist schon ein Kühlfach, oder? Ach, da ist kein Kühlschrank da? Das ist ein Kühlfach. Das glaube ich ja nicht. Das ist ein Kühlfach mit solchen. Ja, ich glaube es ja nicht. Einlegeboxen. Wie kann man ein Fahrzeug mit der Länge bauen, ohne Dusche? Das ist der Kühlschrank. Und hier unten sind noch. Oh, also dieses so ein Konzept habe ich jetzt eigentlich noch gar nie gesehen. Ja. Das ist mit Dutch. Ja. Okay.
gefällt. Also hier. Natürlich hat es hier. Ja, okay, nur auf der linken Seite hat es jetzt Oberschränke. Rechts hat keine, aber da ist ein Schrank. Und da unten sind Schubläden. Wo sind Schubläden? Achso, ja, und dann siehst du was? Unterm Bett. Und Kleiderschrank ist nur der kleine da hinten? Ja, also ich sehe hier nur den Kleiderschrank. In der Drittstufe hat es auch Fächer. Also da kann man natürlich mal was rein tun. Und dann, ja, dieser Kleiderschrank kommt schon mal mit nach hinten. Ja. Dann kann man da mal eine Ducke. Ja, okay. Aber wenn man im Winter wegfährt und ein paar Jacken dabei hat, dann wird es eng. Ja. Oder hat man hier noch eine Möglichkeit? Ja, zum Sachen. Ja, nee, das ist nur ein flaches. Das ist nur flach hier. So. Und jetzt? Schauen wir mal ins Cockpit, das ist das Fiat Cockpit. Da ist eigentlich nichts anderes. Und das ist soweit in Ordnung. Also eine Tür hat er hier nicht. Das heißt, das ist wie in einem Liner vom Konzept her mit ohne Fahrertür. Das wäre sowieso nichts für uns, oder? Also ich fühle mich wohler mit einer Fahrertür. Ja, also wenn man mal blöd steht. Beim Liner macht es ja Sinn, weil es schwierig ist, die Tür unterzubringen, ja. weil man da auf dem Motor sitzt. Aber für so ein Fahrzeug, für so ein voll integriertes Fahrzeug macht es eigentlich keinen Sinn. Übrigens hat dieses Fahrzeug hier auch keinerlei Stores. Nein, das habe ich schon festgestellt, wie ich rein bin. Ah, okay. Aber die Ursi ist nicht so Store. Interessiert, wie ich das bin. Es kommt aufs Fenster drauf an. Okay. Oh Gott. Immer diese verschiedenen Techniken. Wie kriege ich die jetzt wieder auseinander? Naja, geht noch etwas schwer. Ah, da fehlen ja auch noch die ganzen Griffe, guck. Nee, Quatsch, was rede ich denn da? Aber ihr müsst mir verzeihen, es ist noch sehr früh am Morgen. Ich schlafe wahrscheinlich noch halb. Die Ursi und ich, wir sind extra aufgestanden um 7 Uhr. Ja, und jetzt sind wir nur ein bisschen verschlafen. Wer meint, Messe sei Erholung, dem kann ich nur widersprechen, dem ist nichts. Die Erholung kommt nach der Messe. Aber interessant ist es allemal. Ja. Ursi, 188.000 Euro, dann gehört er uns. Nee, ganz bestimmt nicht. Da haben wir schon schönere Fahrzeuge gesehen für den Preis. Und ich muss auch sagen, also aus unserer persönlichen Sicht. Ja, immer nur aus unserer. Total verbautes Fahrzeug. Also wie man aus so einer großen Fläche so wenig Raum machen kann, das erschließt sich mir nicht. Aber das haben wir auf der Messe. Weiß nicht, ist das vielleicht auch wegen dem Queensbett, weil das ein sehr großer Raum einnimmt? Nein, das hat zwei Einzelbetten, nehmen wir genauso viel Platz weg. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo der Raum verschenkt ist. Ich bin ja kein Ingenieur, der das jetzt erforschen muss. Ich finde auf jeden Fall, ein Fahrzeug, was diese Länge hat und diesen Preis hat, da kaufen wir dann lieber einen Kastenwagen, einen hochwertigen. Da habe ich das gleiche Raumkonzept ein bisschen enger. Und damit bin ich aber dann wesentlich beweglicher als in so einem Fahrzeug. Schauen wir nochmal raus, aber wir sind der Meinung, für uns kommt es nicht in Frage. Nee. Schaut euch einmal an, der ist auf jeden Fall begehrt, weil er eben ein niedriger Niesmann und Bischof ist. Ist sicherlich hochwertig gebaut, wir haben es nicht erforscht, wie der gebaut ist. Was das merkt man sowieso erst beim längeren Benutzer, oder? Ja, aber das Konzept wäre für uns nichts. Auch für die Ursi nicht, die schließt sich nicht nur mir an. Die Ursi kennt sonst nur ein Fahrzeug und es heißt Gustl. Im Moment noch. Aha. Ah, da kann man die Küche noch verlängern.
Ja, also im Prinzip so ähnlich wie beim Kastenwagen. Dann kann man das noch ein bisschen vergrößern. Trotzdem, also der ist immer noch 5 cm breiter als unserer. Der hat nämlich eine Breite von 2,27 m oder 2,28 m. Unserer hat nur eine Breite von 2,22 m. Dann ist er 7,30 m lang, unserer ist 7,47 m. Und ich muss echt sagen, der bietet wirklich wenig Raum für Länge und Breite. Oder, Ursula, gibst du mir recht, oder? Ja. Ja, vielleicht ist auch das Dunkle von ihnen. Nein, man sieht ja, dass kein separater Schrank da ist, wie wir haben, dass keine separate Dusche ist. Ja? Und dass auch diese Garage hier, die ist auch sehr schmal. Unsere Fahrräder würden zwar reingehen, aber sie ist sehr schmal. Was natürlich Niesmann und Bischof sehr hochwertig und sehr schön macht, das ist das Heck. Und die Ansicht im Heck ist natürlich schon auch mitentscheidend. Da wird man auf der Autobahn früher reingelassen, wenn man ein schönes Heck hat. Ehrlich? Meinst? Ja. Okay. E-Smooth 703. Niesmann und Bischof. Und da sieht man die Außenklappen, die natürlich reichlich vorhanden sind. So macht das Fahrzeug von außen einen optisch tollen Eindruck, muss man ganz klar sagen. Also diese Klappen hier, die so nach, von unten nach oben aufgehen, also ich sehe da jetzt eigentlich gar keinen großen Vorteil, denn jetzt stellt euch mal vor, ihr steht jetzt hier irgendwo auf einem Stellplatz. Geht es hier auf? Also ich bezweifle das sehr immer. Also wir hätten jetzt auf dem Caravansalon, glaube ich, Probleme auf der einen Seite das aufzukriegen. Ja. Die normale Türen, also die ganz normal aufgehen, die kriegt man dann meistens immer noch einen Spalt auf, wenn es etwas zu eng sein sollte. Ja. Hier haben wir übrigens einen Gastank schon mit eingebaut. Und das sind die Ablassventile. Das heißt, elektrischer Ablass ist wahrscheinlich nicht vorhanden, aber das kann man ja auch nachrüsten. Also auf jeden Fall, Gastank ist schon mal eingebaut. Ja, also so schön Niesmann und Bischof ist, wir kommen wieder nicht zusammen. Nicht im Ansatz. Nein, vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß. Man weiß, was die Zeit bringt. Also, schaut es euch an, Halle 6, Niesmann und Bischof. Hat auch noch Ardo da stehen, Blue Liner und alles da. Ja, da hat es mehrere Modelle. Ja, schön, eine schöne Marke, baut wunderschöne Fahrzeuge, aber... Okay, das für, was für uns interessant gewesen wäre, ist jetzt halt nicht unseres. Nein.